Dann begrüße ich euch zu dem jetzigen Vortrag zum Thema Go und Penpoint, von der revolutionären Idee zum Venture Capital Fail. Mein Name ist Fritz Hohl. Ich betreibe einen äußerst selten geupdateten Blog namens Randoc, Rare and Old Computers. WordPress.com, selten abgedatet heißt, naja, maximal zweimal im Jahr. Dieser Vortrag handelt von einer Firma namens Go und ihrem Produkt namens Penpoint, ein Betriebssystem für stiftbasierte Rechner. Und den Großteil des Vortrags, mindestens die nicht technischen Sachen, habe ich diesem Buch entnommen, Startup von Jerry Kaplan von 1995. Jerry Kaplan war der erste CEO von der Firma Go und der hat ein wirklich gut lesbares Buch geschrieben, über wie die Firma angefangen hat und wie sie geendet hat. Es ist nicht nur lesbar als Geschichte dieser Firma, sondern auch sehr gut lesbar als Geschichte eines beliebigen Startups. Go war ein Startup. Und lustigerweise gibt es keine Übersetzung auf Deutsch. Also es gibt nur Englisch und irgendwie Chinesisch oder so. Und rausgekommen aus meinem Vortrag ist so ein bisschen eine Art erzählte Mini-Dokumentarreihe. Also es gibt jetzt nicht nur solche Szenen, aber es gibt auch solche Szenen. Also Kapitel 1, Szene 1 im Flugzeug, Februar 1987. Wir sehen hier zwei Personen. Einmal den Jerry Kaplan, hat seinen Doktor in Stanford gemacht, arbeitet zurzeit als freier Programmierer für Lotus Agenda. Und wird im Flugzeug mitgenommen von diesem Herrn, Mitch Kapoor, früher Entwicklungschef bei VisiCorp, bekannt durch VisiCalc, jetzt der Mitgründer von Lotus, bekannt durch Lotus 123. Es ist das Firmenflugzeug von Lotus und Mitch hat seinen Compaq 3 Portable Computer vor sich. Das ist das Setting. Dann gibt es einen Dialog. Mitch startet seinen Computer und von ihm weiß man, er tut seine Notizen auf alle möglichen Papiere schreiben, Bierdeckel, Servietten und wenn man dazu kommt, zum Beispiel auf einem langen Flug, dann tippt er seine Noten in den Computer ein und sagt, ich würde wirklich wünschen, es gäbe einen besseren Weg, um meine Informationen zu verwalten, dass ich direkt eingeben kann in den Rechner und diesen ganzen Papierkram und dann Rechner- und Tastaturkram umgehen könnte. Und Jerry sagt dann, okay, was man natürlich machen könnte, ist, wir könnten direkt einen Stift benutzen und direkt auf den Bildschirm schreiben. Und der Trick wäre dann dabei, dass man die Handschrift in regulären Text umwandelt, reguläre Zahlen umwandelt, sodass das Programm sich verarbeiten kann. Und Mitch meint dann, das ist eine gute Idee. Das wäre dann mehr ein Gerät wie ein Notizbuch oder wie ein Papierblatt. Statt eines tastaturbedienten Computers. Wir bräuchten komplett neue Software, ein ganz neues Betriebssystem, ein ganz neues Modell, wie ein Benutzer ein solches System bedienen könnte. Das wäre doch mal eine Business-Idee. Wir sind Business-Leute. Warum gründest du nicht eine Firma? Der Jerry ist natürlich in dem Moment kein Manager, sagt, ja, aber ich bin nur Programmierer. Was soll ich tun? Mitch sagt, kein Problem, ich kenne viele Venture Capitalists, ich führe dich ein und dann gründen wir eine Firma. Bevor wir jetzt zu der Firma kommen, muss noch ein Einschub rein, der sich fragt, wie neu denn diese Idee war. Also offensichtlich in dem Gespräch und im Buch wurde es auch so dargestellt, haben die beiden das für eine neue Idee gehalten. Aber natürlich gab es auf jeden Fall schon Technologien, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen und schon vorher bekannt waren. OCR, Optical Character Recognition, also so eine Art Handschrifterkennung, ist nicht neu als Problem, ist auch nicht neu als Algorithmus. Jerry Kaplan hat tatsächlich, das müsste nicht Kapoor heißen, sondern Kaplan, Jerry Kaplan hat seine Doktorarbeit auf diesem Gebiet gemacht. Auch vorher gab es bereits Systeme, die mit geschriebener Sprache mit dem System interagieren konnten und selbst Stiftgesten waren bekannt als Idee vorher. Und wenn wir jetzt mal in das Urteil von Bill Gates gucken, der, wie wir später sehen werden, ein Meeting hatte mit der Firma und das ganze Meeting in einer internen E-Mail zusammengefasst hat, hat geschrieben, Maschinen ohne Keyboard, ohne Festplatte, mit statischem Speicher und mit einem Stift,
und mit Handschriftenerkennung werden zur Zeit des Gesprächs von mehreren Leuten gebaut und wurden sogar letztens im Wall Street Journal diskutiert, ist also keine neue Idee. Aber was wir gleich sehen werden, Go ist trotzdem deshalb in gewisser Weise historisch prominent, weil sie diejenigen waren, die die Idee popularisiert haben und die den Markt für diese Idee empfänglich gemacht haben. Also zu der Zeit, wo die Firma Go dann geendet hat, gab es eine ganze Reihe von Firmen, die auf diesem Gebiet gearbeitet haben. Und es waren auch diejenigen, die wirklich hingegangen sind und Hard- und Software implementiert haben und die Idee relativ pur verfolgt haben. Wir machen nehmen nicht die bisherigen Computer und machen Stift dran, sondern wir haben ein ganz neues Konzept. Wir versuchen wirklich, das Konzept zu haben wie ein Notizbuch mit einem Stift und mit einer Notizbuchstruktur. August 1987 wird dann die Firma Go Corporation gegründet. Es gibt drei Gründer, den Jerry Kaplan, der einen CEO macht. Und dann gibt es denjenigen, der die Hardware verantwortet und denjenigen, der die Software verantwortet. Und finanziert wird das Ganze aus Risikokapital. Ein Teil davon kommt von der Venture Capital Firma Kleiner Perkins, ein Teil von Mitch Kapoor natürlich und ein Teil von Vinod Khosla, bekannt als einer der Mitgründer von Sun und auch der erste CEO von Sun und zu der Zeit, und ich glaube immer noch, Partner bei Kleiner & Perkins, als einer der Teilhaber bei Kleiner & Perkins, Gründungskapital, $2 Millionen. Die Ziele von Go waren einmal, einen mobilen, stiftbasierten Computer zu entwickeln, weil es keinen zu der Zeit gegeben hat, und aber auch ein Betriebssystem für diesen Computer, das diesem neuen Bedienungsparadigma angemessen ist. Und man merkt in der Geschichte ganz, ganz deutlich, dass für Go das Betriebssystem immer wichtiger war als die Hardware. Also vermutlich hätten die auch einen Computer genommen, wenn es einen gegeben hätte, der ihren Anforderungen damals entsprochen hätte. Zweite Szene, Go hat natürlich mit vielen Firmen gesprochen, hatte auch, um Leute zu finden, mit vielen Mitarbeitern von vielen Firmen Kontakt. Einer dieser Kontakte war mit Apple und mit Apple-Mitarbeitern, konnte aber die Apple-Mitarbeiter nicht abwerben, und später wurde dann Jerry Kaplan zu einem Gespräch mit John Sculley, CEO bei Apple zu der Zeit, und Jean-Louis Gasset eingeladen. Zu der Zeit im Wesentlichen der Kopf des, was dann später das Newton-Projekt werden sollte. Und John Sculley hat gesagt, ich würde dir gerne ein ganz neues Konzept vorführen, ein Knowledge Navigator. Ich habe hier ein Video und das Video will ich jetzt gern zeigen. Gucken wir mal, ob der Ton tut. Ton? Your graduate research team in Guatemala, just checking in. Robert Jordan, a second semester junior, requesting a second extension on his term paper. And your mother reminding you about your father's surprise birthday party next Sunday. Today you have a faculty lunch at 12 o'clock. You need to take Kathy to the airport by 2. You have a lecture at 4:15 on deforestation in the Amazon rainforest. Right. Let me see the lecture notes from last semester. No, that's not enough. I need to review more recent literature. Pull up all the new articles I haven't read yet. Journal articles only? Mm-hmm, fine. Your friend Jill Gilbert has published an article about deforestation in the Amazon and its effects on rainfall in the sub-Sahara. It also covers drought's effect on food production in Africa and increasing imports of food. Contact Jill. I'm sorry, she's not available right now. I left a message that you had called. Okay. Let's see. There's an article about 5 years ago, Dr. Flemson or something.
He really disagreed with the direction of Jill's research. John Fleming of Uppsala University. He published in the Journal of Earth Science of July 20 of 2006. Yes, that's it. He was challenging Jill's projection of the amount of carbon dioxide being released to the atmosphere through deforestation. I'd like to recheck his figures. Here's the rate of deforestation he predicted. Mm-hmm, and what happened? He was really off. Give me the university research network. Show only universities with geography notes. Show Brazil. Copy the last 30 years at this location at 1 month intervals. Excuse me, Jill Gilbert is calling back. Great, put her through. Hi, Mike, what's up? Jill, thanks for getting back to me. Well, I guess that new grant of yours hasn't dampened your literary abilities. Rumor has it that you've just put out the definitive article on deforestation. Aha. Uh-huh. Is this one of your typical last-minute panics for lecture material? No. That's not until, 4:15. Well, it's about the effects that reducing the size of the Amazon rainforest can have outside of Brazil. I was wondering, it's not really necessary, but, Yes? It would be great if you were available to make a few comments. Nothing formal. After my talk, you would come up on the big screen, discuss your article, and then answer some questions from the class. And bail you out again? Well, I think I could squeeze that in. You know, I have a simulation that shows the spread of the Sahara over the last 20 years. Here, let me show you. Nice. Very nice. I've got some maps of the Amazon area during the same time. Let's put these together. Great. I'd like to have a copy of that for myself. What happens if we bring down the logging rate to 100,000 acres per year? Interesting. I can definitely use this. Thanks for your time, Jill. I really appreciate it. No problem. But next time I'm in Berkeley, you're buying the dinner. Dinner, right. See ya. 4:15. Bye-bye. While you were busy, your mother called again to remind you to pick up the birthday cake. Fine. Print this article before I go. Now printing. Okay, I'm going to lunch now. If Kathy calls, tell her I'll be there at 2 o'clock. Also, find out if I can set up a meeting tomorrow morning with, Tom Lee. Enjoy your lunch. Hello, Professor Bradford is away at the moment. Would you like to leave a message? Michael, this is your mother. I know that you're there. I'm just calling to remind you to call your sister and pick up. Ich finde es immer sehr lustig, wenn man solche Promofilme sieht über die Zukunft und man ist dann 20 Jahre später im Raum und es hält immer noch für die Zukunft. Ja, das hat er jedenfalls gesehen und dann hat das Kalle gemerkt, gesagt, okay, das ist unsere 10-Jahres-Vision, was hältst du denn davon? Und Jerry Kaplan, natürlich wissend, dass in dem Bereich algorithmisch nicht viel geht, sagt, ja, also in den nächsten 10 Jahren werdet ihr die Probleme, die ihr hier lösen wollt, sprachverstehende Agenten, gesprächszusammenfassende Systeme, Videointegration und alles Mögliche, das werdet ihr nicht lösen. Aber er sagt, aber wir werden es trotzdem versuchen, wir werden ein ganz tolles, geheimes R&D-Projekt darauf starten. Und wir geben dir die Möglichkeit, der erste Anwendungsprogrammierer oder erste Anwendungsentwickler für dieses Projekt zu sein. Vermutlich war mir damit die Firma gemeint.
Und Jerry Kaplan weiß natürlich, er will was ganz anderes machen und es sieht jetzt nicht danach aus, als ob sich das überhaupt verwirklichen würde. Sagt, ja, leider, geht leider nicht, wir arbeiten an unserem eigenen Projekt. Und dann beginnt Go damit, prototypisch Hardware und Software zu entwickeln. Das geht einige Zeit, wir sind jetzt im Juli 1988 und das erste Mal, dass das System intern demonstriert wird, ist es zu dem, zum Aufsichtsrat von Go, dem Jerry Kaplan natürlich angehört, dem Kevin Doran, der für die Hardware zuständig ist, angehört, Robert Carr, der für die Software zuständig ist, demonstriert das Ganze und im Aufsichtsrat sitzen noch Mitch Kapoor, John Durr und Weinert Kosler, John Durr von Kleiner & Perkins. Das System damals ist ein Prototypsystem, ist noch sehr stationär, also ist im Wesentlichen ein PC mit Digitalisiertablett und einem Display, aber man kann dann schon Sachen auf dem Display sehen, man sieht eine gewisse Handschriftenerkennung. Die Demo wird dann auch im Juli 1988 Microsoft präsentiert, nicht nur Microsoft, sondern auch Lotus und Ashton Tate, weil man einerseits auf der Suche ist nach Firmen, die Anwendungssoftware für das Betriebssystem entwickeln und natürlich auch auf der Suche ist nach Firmen, die in die Firma Go investieren. Und wir haben ja schon die Reaktion von Bill Gates vorhin gesehen. Ja, ist jetzt nicht sehr toll, was die machen, ist nicht was total Neues. Er sagt auch, Jerry Kaplan ist kein besonders guter Manager. Wir beobachten das Ganze, wir machen da nicht mit, wir investieren auch nicht. Schauen wir mal, was das wird. Die frühe Interface-Metapher, die sich auch bis ans Ende gehalten hat von Penpoint, und hier zitieren wir wieder Bill Gates' E-Mail, ist die, dass statt des Desktops, den wir auf einem Rechner unter Windows zum Beispiel sehen, sehen wir eine Menge von benannten Ordnern mit Tabs auf der rechten Seite und innerhalb dieser Tabs, dieser, wie heißt das auf gut Office-Deutsch, Separatoren, Registerkarten, genau, gibt es verschiedene Seiten und jede Seite hat eine Nummer. Reiter, genau, kann man auch sagen. Und auf jeder Seite sieht man dann irgendwas Geschriebenes oder man sieht Rechtecke, in denen dann andere Anwendungen ihre Sicht auf dieser Seite einfach darstellen. Wir haben ein neues Corporation Update. Im Herbst 1988 hat Go inzwischen 30 Angestellte und bekommt von den bisherigen Investoren weitere 6 Millionen Dollar, ist jetzt auf 8 Millionen Dollar. Dann kommt ein weiterer wichtiger Punkt in der Geschichte von Go, nämlich die Demonstration to State Farm. State Farm ist ein großer US-amerikanischer Versicherungskonzern, der vor allem in der Autoversicherung aktiv ist, einer der immer noch 100 größten Kompanien weltweit. Und um das mal in Relation zu bringen, ungefähr halb so groß wie die Allianz. Und Norm Vincent, der Vizepräsident Data Processing, sagt, was wir bräuchten, wäre ein System, mit dem man Autoschäden aufnehmen kann, der dem Angestellten dann vor Ort die Möglichkeit gibt, die Schäden im Auto direkt aufzunehmen. Und wir haben dann einen arztbegrenzten Wettbewerb. Wir fragen nur vier Firmen, nämlich HP, IBM, Wang und euch. Und gebt doch mal ein Angebot ab. Sagt Go, machen wir natürlich gerne. Ist auch in der Lage, dann zu dem Zeitpunkt den ersten mobilen Prototypen zu zeigen. Ich weiß nicht, ob das genau dieser erste Prototyp war, der gezeigt wurde, aber es ist einer der Prototypen, relativ unaufgeregt, ein Display und ein dicker Rahmen drumherum zum Halten, wie man sich es eben vorstellt. Den Stift sieht man gerade nicht. Und wie zu erwarten war in dieser Geschichte, Go gewinnt den Wettbewerb vor HP, IBM und Wang. Und Norm Vincent schlägt vor, wir schlagen euch vor, einen unserer normalen Supplier als Partner zu nehmen. Ihr könnt euch auswählen, entweder HP oder IBM. Und dann haben sie Gespräche mit HP und haben Gespräche mit IBM. Und HP ist ganz klar die bessere Auswahl. Die interessieren sich fürs Projekt, die wissen, was technisch geht. Die sind interessiert. Und deswegen wählen sie natürlich den anderen Partner, nämlich IBM. Weil IBM die weitaus bedeutendere Firma zu dem Zeitpunkt auf dem Computermarkt ist und sie hoffen, dass sie ihnen helfen können, HP zu dem Standard der Stiftbetriebssysteme zu machen. Und als Folge investiert IBM auch in Go. IBM lizenziert auch das Betriebssystem und im Endeffekt kommen von IBM weitere 7 Millionen in das Budget von Go im Juli 1990.
Was ich jetzt hier stark auslasse, sind die immer wiederkehrenden Themas von wie IBM Go ganz furchtbar behandelt hat, weil IBM natürlich eine große Firma ist, in der es um viel Geld geht, weil IBM eine Firma ist, die früher von Microsoft hereingelegt wurde, einer weiteren kleinen Firma mit Betriebssystemen und deswegen versucht, alle Verträge wasserdicht zu machen, die Ownership dieses Projektes mit Go immer wieder wechselt, man immer wieder neu erzählen muss, um was es eigentlich geht und was sie eigentlich haben wollen, die Vertragsbedingungen immer wieder geändert werden. Die ganz typischen Querelen, denke ich, eines Startups mit einer großen Firma. Microsoft spricht natürlich auch ab und zu noch mit ihnen und sagt, ihr solltet wirklich Windows verwenden, das ist auch viel besser. Und Go sagt, ja, aber das Windows ist im Wesentlichen ein Maus- und Tastaturbetriebssystem. Wir wollen ein Betriebssystem verwenden, das wirklich diese neue Benutzeroberfläche durchsetzen kann. Und wir nennen es Penpoint. Im Juni 1990 ein weiteres Update. In die Firma werden weitere Gelder investiert. State Farm, also der Versicherer, investiert selber 5 Millionen. 3 Millionen kommen von Intel. Und zwar deshalb, weil die Prototypen bisher einen 80286-Prozessor verwenden. Findet Intel natürlich toll, aber noch toller wird sie es finden, wenn der neue 80386 verwendet werden würde. Deswegen sind die Bedingungen für dieses Investment, dass zu einem 80386 geswitcht wird und dass alle zukünftigen neuen Softwareversionen zuerst auf Intel-CPUs veröffentlicht werden, bevor sie auf anderen CPUs veröffentlicht werden. Also die Portabilität des Betriebssystems ist schon von früh an ein Requirement. Und wie wir sehen, werden in der Architektur nachher auch verwirklicht worden. Und dann, um einem anderen Ereignis zuvorzukommen, wird dann das Betriebssystem in einer Developers Release auch im Januar 1991 veröffentlicht. Und Penpoint kann einen großen Presserummel darum machen, kann bereits drei Firmen präsentieren, die das Betriebssystem lizenziert haben, nämlich IBM, Grid und NCR. Ja, wir sehen, das Budget ist inzwischen auf 34 Millionen Dollar angewachsen. Leider, es ist ja schon eine gewisse Zeit, die diese Firma jetzt existiert, hat die Firma bereits 25 Millionen zu der Zeit gebraucht, hat also nur noch 9 Millionen Euro auf dem Konto. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, technisch, was Penpoint an der Benutzeroberfläche kann und was Penpoint als Betriebssystem kann, gucken wir uns erstmal die Benutzeroberfläche an. Wie ich schon sagte, das Benutzungsparadigma ist das Notizbuch. Das ganze Teil hier, das Notizbuch ist ein Buch in einem Bücherregal voller verschiedener Notizbücher. Ein solches Notizbuch kann ein Inhaltsverzeichnis haben, in der die verschiedenen Reiter adressiert werden oder einzelne Seiten innerhalb dieses Notizbuchs. Also hier sehen wir diese Reiter. Es gibt Seitennummern. Ja, es gibt sowas wie Links. Und weitere Elemente sind, es gibt Menüs in jedem, auf jeder Seite. Es gibt Scrollbereiche. Das ist ein ganz typisches Editpad. Das heißt, man schreibt mit dem Stift in diese einzelnen Zellen rein und jeder Buchstabe wird dann pro Zelle erkannt. Und damit kann man dann Texteingaben machen. Ja, und die übrigen Sachen sind GUI allgemein. Es gibt Checklists, Command-Buttons, Menus, wie man es eigentlich heutzutage auch kennt. Es gibt auch Gesten. Es gibt 11 Kerngesten, die verwendet werden, sowas wie Tab und Hold und Auskreuzen. Ich glaube, heutzutage ist es nicht mehr sehr verwunderlich, was man damit machen kann. Also man kann Wörter selektieren, man kann größere Bereiche selektieren, man kann Wörter entfernen, alles mit diesen Gesten. Ja, an der Stelle vielleicht noch ein Bonus-Fact. Penpoint hat immer das Porträtmodus benutzt, also die hochkante Version eines Rechners. Und wie wir später sehen werden, Pen Windows, das Konkurrenzprodukt, gab es immer nur in Landscape. Deswegen kann man dann schon, wenn man ein Bild von einem Tablet-Computer sehen, in welches Betriebssystem er verwendet hat, je nachdem, wie rum er gehalten wurde. Und man merkt auch an den Maschinen, das kann man nachher am Stand auch sehen, die Maschinen, die beide Betriebssysteme unterstützt haben, die konnte man in beide Richtungen halten. Und Geräte, die nur eins unterstützt haben, man sieht schon, welches Betriebssystem dieses Gerät verwendet hat, gab es eben nur eine Richtung.
Penpoint ist natürlich nicht nur eine Benutzungsoberfläche, sondern auch ein technisches Betriebssystem mit einer Reihe netter Eigenschaften. Es ist Priority, hat einen Priority-based, präemptives Multitasking mit Prozessen und mit Threads. Es gibt Interprozesskommunikation, es gibt ein flaches 32-Bit-Memory-Model. Ganz wichtig war, dass man es sowohl mit Harddisk-basierten Computern als auch mit RAM-only-Geräten benutzen konnte, weil mobile Geräte eben damals nicht unbedingt kleine Harddisks hatten. Gab es auch nicht so viel. Object-oriented Message Passing. Das Betriebssystem war darauf ausgelegt, dass das Netzwerk irgendwann nicht mehr verfügbar ist und dass man eventuellen Datentransfer nachher machen konnte, sobald dann die Maschine wieder am Netz war. Wir erinnern uns, es ist eine Zeit, in der man nicht jederzeit überall Internetdatenverkehr hat, sondern vielleicht, wenn man sich mit dem Modem einwählt, im Hotelzimmer oder von der Telefonzelle aus. Die Hardware ist vom restlichen Betriebssystem durch einen Machine Interface Layer abgetrennt, sodass man einfacher auf andere Rechner portieren kann. Und der Kernel läuft sowohl auf PCs als auch auf einer ganzen Reihe von anderen Maschinen, wie wir nachher sehen werden. Die Programme, die Applikationen sind nicht Programme, heißt auch nicht App, sondern sind Dokumente. Wir haben ja gesehen, wir haben Notizbücher, wir haben Seiten mit einem gewissen Lebenszyklus. Sie können natürlich erzeugt werden und dann können sie aktiviert werden. Das heißt, es gibt dann Threads, die für dieses Dokument laufen. Wenn sie dann auf interaktiv gehen, dann bekommen sie Displayzugang und können vom Benutzer auch wirklich interaktiv benutzt werden. Oder sie können schlafend geschaltet werden, dann werden die Threads abgeschaltet und der Zustand der Dokumente wird auf einen Speicher irgendwo reingeschrieben. Wenn man Penpoint-Applikationen entwickeln wollte, da hat man dafür normalerweise einen MS-DOS-Computer mit einem ANSI-C-Compiler benutzt. Und weil der Kernel eben auch auf PCs, auf einigen PCs gelaufen ist, konnte man das tun. Das heißt, man hat entweder PCs benutzt und da gibt es eine sehr konkrete Liste mit PCs, auf denen es läuft. Und auf anderen PCs läuft es wahrscheinlich nicht. Mit einer sehr spezifischen Liste auch von Grafik-Tablets, die man anschließen musste, um diesen Stift-Input zu bekommen. Oder man konnte eben das Target-Device direkt benutzen. Penpoint hat ein proprietäres objektorientiertes Framework benutzt, allerdings keine objektorientierte Programmiersprache, sondern hat das alles mit Hilfe von Libraries direkt auf ANSI-C gemacht. Kann man geteilter Meinung sein, ob das wirklich der beste Weg war. Go hat Penpoint präsentiert, weil Sie schon gehört haben, Microsoft präsentiert demnächst Pen-Windows. Das war dann im März 1991 auch der Fall. Das ist ein Add-on für Windows 3.1, enthält auch Handschriftenerkennung. Aber nach dem Urteil jemanden, der eher Windows mag, selbst in dessen Urteil war es im Wesentlichen nur ein Patch auf Windows 3.1. Windows hat aber immer noch seine Fensterstruktur beibehalten, hat sich nicht sehr darum gekümmert, wirklich auf Stiftcomputern gut bedienbar zu sein. Das heißt, Elemente waren zu klein. Also hier sieht man ein Fenster für Pen Windows. Ist ein ganz normaler Dateimanager natürlich. Man hat immer noch relativ kleine Icons, um was klein zu machen, um was groß zu machen. Und alles, was hier Pen-Unterstützung ist, ist, dass man halt, wenn man das Verzeichnis wechseln will oder hier umbenennen will, dass man hier wieder seine Zellen hat, wo man seine Buchstaben reinschreiben kann. Und schon die Idee, dass man hier eine Datei umbenennen muss mit Erweiterung, zeigt, dass es überhaupt nicht angepasst ist an irgendein Notizbuch- und Stift-Anwendung, weil eine Erweiterung braucht man in keinem Pen-Betriebssystem. Das ist die erste Version von Stiftunterstützung durch Microsoft. Das hat für weitere Windows-Versionen stattgefunden, bis hin zu 1997, als Microsoft Windows CE herausgebracht hat. Aber ich glaube, man kann heute mit einiger Sicherheit sagen, dass jeglicher Versuch von Microsoft, irgendwas mit Stiften zu machen, kommerziell nie wirklich erfolgreich war. Selbst Windows CE, selbst Windows Mobile sind Nischengeräte. Dann hat auch der erste Hersteller ein Gerät entwickelt, auf dem Penpoint lief, und zwar NCR, den NCR 3125. Lustigerweise auch eines der wenigen mobilen Computern, von denen ich weiß zumindest, dass sie in Deutschland entwickelt wurden, nämlich in Augsburg. Hat sogar einen IF Design Award gewonnen.
Unglücklicherweise wurde NCR 1991 bei AT&T gekauft und als Resultat war der Computer nie wirklich verbreitet, nie wirklich erfolgreich, auch wenn ich gehört habe, dass es durchaus kommerzielle Anwendungen dafür gab. Er war auch, das kann man so sagen, glaube ich, sehr teuer. Ja, im Wesentlichen ein tragbarer PC, haben wir vorne am Stand. Wenn man ihn so rumgenommen hat, konnte man Windows benutzen. Wenn man so rumgenommen hat, konnte man Pen-Windows benutzen. Hat eine sehr schöne, kleine, winzige 20-Megabyte-Festplatte. Ein sehr hübsches Teil. Was wir auch wieder auslassen, ist der ganze Quarrel mit Microsoft. Microsoft hat natürlich versucht, mit aller Macht Penpoint als Konkurrent auf dem Gebiet der stiftbasierten Betriebssysteme zu unterdrücken. Schließlich gab es Windows. Also dann haben solche Sachen gemacht wie Lizenzvereinbarungen mit Händlern geschlossen, dass wenn die Händler PCs verkauft haben, dann mussten die eine Windows-Lizenz kaufen, auch wenn da nur Penpoint drauf war. Und wenn sie das nicht gemacht haben, haben sie ihnen kein Windows mehr verkauft oder sie haben dann als Go einen BIOS-Hersteller kontaktiert hat, um ein BIOS für ihre Rechner herzustellen, haben ihnen dann vorgegaukelt, dass sie doch gerne eine Kompatibilität auch zu Windows hätten. Und als der BIOS-Hersteller dann so weit war, haben sie gesagt, dann machen wir doch lieber doch nicht. Also sie haben versucht, da möglichst viele Steine in den Weg zu legen. Auch wieder natürlich das Thema David gegen Goliath. Ja, wir kennen ja Microsofts Praktiken. Dann Juli 1991 kommt es zu einer weiteren Entwicklung. Go sagt, okay, wenn wir weiter auf PC-Hardware setzen, das wird nichts. Wir haben zwar 80386 drin, tut ganz gut, aber wir kommen da auf keinen grünen Zweig. Lass uns doch mal die CPU wechseln und dann sagen die Entwickler, okay, was können wir nehmen? Es gibt zwei Möglichkeiten, ARM und Hobbit. Und das Management sagt dann in ihrer Weisheit natürlich, okay, Hobbit hat keinen Kunden für ihren Hobbit-CPU-Chip. Wenn wir den nehmen, dann können wir Geld von AT&T dafür kriegen, dass wir das benutzen. Gucken wir mal, was wir tun können. Und es gibt dann einen Deal, nämlich der Deal ist, dass Go ihre Hardware-Entwicklungsabteilung in eine Firma aufsplittet, die von AT&T finanziert wird. Die Firma besteht nicht nur aus der Entwicklungsanteilung von Go, sondern auch aus der Firma ActiveBook. Und die Firma ActiveBook wird von Hermann Hauser geleitet. Und dann sagen die Entwickler, okay, aber ich dachte, ActiveBook will ARM verwenden. Ja, wollen sie schon, aber sie brauchen Geld noch dringender als wir. Und deswegen machen sie das gleiche Geschäft wie wir. Und übrigens, der Name der neuen Firma ist EO. Ja, warum EO? Ja, das ist Go in Lateinisch. Und wir kriegen außerdem noch 10 Millionen von AT&T. Und wenn man weiß, wer Hermann Hauser ist, dann hält man das für ein ziemlich großes Ding, weil Hermann Hauser, sieht man hier neben Chris Curry, das sind die Gründer von Acorn. Und man erinnert sich, ARM heißt eigentlich Acorn Risk Machine. Also Hermann Hauser war einer von den Firmenbossen zu der Zeit, als ARM entwickelt wurde bei Acorn. Okay, jetzt haben wir EO abgesplittet von Go. Wir haben weitere Investoren. Wir haben AT&T 10 Millionen, IBM 7 Millionen und die bisherigen Investoren haben auch nochmal 23 Millionen reingebuttert. Insgesamt 75 Millionen ist jetzt das Gesamtbudget. Go hat 130 Angestellte und 10 von denen gehen dann zu EO. Man sieht auch schon das Verhältnis von Hardwareentwicklung zu Softwareentwicklung. 10 zu 120, okay. April 1992 wird dann auch die erste Version, die Nicht-Developer-Version ist, von Penpoint freigegeben, Penpoint 1.0. Und zu derselben Zeit wird von IBM auch ein Tablet-Computer präsentiert, nämlich der IBM 2521 ThinkPad. Und ja, Tablet-Computer sieht aus wie der NCR, kann man in beide Richtungen benutzen, ist ein Stift dabei. Bald verabschiedet sich aber IBM von der Tablet-Entwicklung und findet aber den Namen ThinkPad ganz toll. Deswegen nehmen die den Namen ThinkPad für ihre gesamte Notebook-Reihe und müssen deswegen dann das Modell umbenennen in ThinkPad 700T. T steht immer für Tablet. Und deswegen heißen
Jetzige Lenovo-Rechner heißen ThinkPad, obwohl sie mit dem Stiftcomputer eigentlich nichts mehr zu tun haben. Und schließlich schafft es auch EO als Offspring auch von Geo, ihren eigenen Rechner rauszubringen, den EO 440, den ich sogar hier präsentieren darf. Auf der COMDEX 1992 im November, verfügbar natürlich erst im April 1993, designed von Frog Design, die auch der Meinung sind, dass ein Gerät hübsche Ohren braucht. Die Entwickler sagen, wozu Ohren, damit es schön aussieht, damit es anders aussieht als die anderen. Okay, machen wir ein Mikrofon rein und einen Lautsprecher, passt schon. Das Gerät wiegt ein Kilo, das ist deutlich weniger als vorher das IBM-Gerät mit 2,8 Kilo oder den NCR mit 1,5 Kilo. Ein Kilo ist nicht wenig, aber es ist immer noch deutlich geringer als die anderen Geräte. Ein 7,5 Zoll Display, ja, kann man hier sehen. Es gibt später auch ein etwas größeres Modell mit 9,4 Zoll. Hat keine Festplatte drin, gibt es als Option. Und der Preis $2000, sieht man schon, dass es eher, denke ich mal, für den professionellen Markt gedacht war, nicht so sehr für den einzelnen Hobbyisten. Und der Computer wird auch rausgebracht, weil man schon weiß, Apple bringt den Newton raus. Der wurde schon 1992 präsentiert, wird aber erst ab August 1993 verkauft. Das ist zwar die Siemens-Version, aber es ist im Wesentlichen immer noch ein Original-Message-Pad. Man sieht hier ein deutlich kleineres Display, 5,2 Zoll, aber dafür ein wesentlich geringeres Gewicht, 0,4 Kilogramm und noch ein wesentlich geringerer Preis, nämlich nur $700. Und die Batterien halten darüber hinaus auch noch länger als bei dem anderen Teil. Aber mein Eindruck ist, es ist jetzt eher auf den Endanwender zugeschnitten, Kalenderanwendung, Terminverwaltung, sowas. Man kann natürlich beliebige Anwendungen fahren. Aber es hat nicht diese große Fläche, die man vielleicht für den Lagerbedarf oder so einsetzen will. Aber ist genauso leistungsfähig von der Hardware her wie das EO-Teil, hat die richtige Wahl an CPUs, nämlich an ARM-basierte CPU. Das einzige Problem von dem ARM ist, wie wir alle wissen, die ersten Versionen konnten nicht wirklich Handschriftenerkennung gut machen. Das kam erst mit späteren Versionen vom Newton. Deswegen letztes Kapitel, letzte Szene, The Merger. Wir sehen hier unseren guten Jerry Kaplan und den inzwischen neu ernannten CEO William Campbell. Der war früher bei Apple, hat Apple Claris Division geleitet und ist aber CEO von Go von 1991 bis 1993, wird dann später CEO von Intuit und geht dann wieder zurück zu Apple. Und wir sehen Robert Carr, immer noch den Softwareentwicklungschef und den Financial Officer Randy Commissar. Und der William Campbell sagt, ich habe es durchgerechnet, wir kommen da nirgends hin. Wir haben nur ein Produkt, nämlich unser Betriebssystem. Wir haben es zwar EO gegeben, aber die wollen dafür nicht wirklich zahlen. Und wir brauchen zurzeit 2 Millionen pro Monat, ohne dass wir irgendwelche Einkünfte in Sicht haben. Ich glaube, wir müssen die Firma zur Adoption freigeben. Bedeutet das, dass wir die Firma verkaufen müssen? Ja, ist denn das okay für euch? Ja, ist okay für uns. Letztendlich ist uns wichtig, dass wir die Idee verfolgen, dass die Firma solvent bleibt und oben bleibt, dass die Mitarbeiter bezahlt werden. Ja, dann verkaufen wir es an AT&T. Und leider ergibt sich daraus, dass die Stocks von EO im Wesentlichen nichts wert sind, aufgrund der Umstände, dass die Investoren zuerst Geld bekommen, bevor die Shareholder Geld bekommen. Nun gut. Das heißt, Go merged mit EO, die im Wesentlichen AT&T gehören. Und der Merger dauert von August bis Januar 1994. Dann ist der Merger komplett und von den ehemals 350 Angestellten der beiden Firmen bleiben 230 übrig. Die hoffen, gut finanziert zu sein, weil AT&T dahinter steht. AT&T hat natürlich enorm viel Geld und enorm viel Macht. Aber AT&T schließt dann EO im Juli 1994, weil sie sich sagen, das mit Stiftcomputern wird irgendwie nichts und diesen Hobbit-Chip entwickeln wir auch nicht weiter. Gibt ja eh nur einen Kunden und der ist auch noch intern inzwischen.
macht man nichts damit und tut seine Investments im Wesentlichen damit aufgeben. Und das ist auch das Ende dann von EO und damit auch das Ende von Go. Eines der letzten Slides, die ich zeigen will, was gibt es denn für Computer, auf denen Penpoint läuft? Wir haben einmal den NCR 3125 und das originale ThinkPad, auf denen beide sowohl Pen Windows als auch Penpoint laufen, so man sie dann hat. Es gibt den EO 440 oder 480. Es gibt das Nachfolgemodell des originalen ThinkPads, das 710T. 2,6 Kilo, auch nicht viel leichter, Nachfolgemodell von dem NCR, den es allerdings im Wesentlichen nicht gibt, noch teurer, noch schwerer. Es gibt von Grid ein Modell, das Penpoint fahren kann, das GridPad SL, ist auch nicht sehr leicht. Und im Netz habe ich gelesen, dass das Toshiba 100X neben Windows auch Penpoint unterstützt. Interessant ist, dass das Toshiba und die Modellbezeichnung hier nur im Porträtmodus lesbar sind. Also ich habe das Gefühl, das war für Penpoint gedacht. Aber außer, dass es irgendwo geclaimt wird, dass es Penpoint unterstützt, habe ich das nirgends gesehen. Also wahrscheinlich wurde es im Wesentlichen mit Windows verkauft. Und dann gibt es natürlich einige PCs, auf denen der Kern im Prinzip läuft. Zusammenfassend. Die Gründer von Go hatten die Idee, einen stiftbasierten mobilen Computer zu verwirklichen mit einem Interface, das auch diesen neue Paradigma-Notizbuch benutzt. Sie waren nicht die Ersten, die diese Idee hatten oder die versucht haben, diese Idee umzusetzen, aber sie waren diejenigen, die die Idee im Wesentlichen im Markt popularisiert haben. Und sie haben eine Firma gebaut, die ein solches System nach einer langen Entwicklungsphase und viel Geld gebaut hat. Zu guter Letzt ist das Produkt aber sowohl betriebssystemmäßig als auch hardwaremäßig war nicht erfolgreich. Die Gründe für dieses Scheitern sind sehr divers und aber sehr typisch vermutlich für Startup-Companies. Man braucht dauernd Geld, man muss sich immer neue Geldquellen erschließen, weil man eben viele Leute benötigt, um das Ganze zu entwickeln. Es gibt viele Firmen, die einem Steine in den Weg legen und man entwickelt das Produkt zu langsam. Wenn man 2 Jahre früher am Markt gewesen wäre, wäre das alles toll gewesen, aber 2 Jahre später ist es eben nicht so toll. Und selbst die ersten Versionen, die rauskommen, sind typischerweise nichts, was dann die hohen Erwartungen rechtfertigt und dann geht das Ganze eben den Bach runter. Wenn ihr Penpoint wirklich laufend sehen wollt, dann ist es leider nicht so einfach, erstaunlicherweise, obwohl es heutzutage viele Emulatoren gibt und viele Möglichkeiten. Es gibt keinen Emulator von den Hobbit, jedenfalls keinen, der mir bekannt wäre. Penpoint läuft zwar, liest man auf 8386 Computern, aber man braucht einen sehr spezifischen PC mit einer Penpoint-Installation und Penpoint-Installation habe ich noch nicht gefunden. Rechner, die Penpoint nativ unterstützen, sind ziemlich selten und selbst wenn sie existieren, dann läuft meistens eher Windows drauf als Penpoint und diesen letzten Satz bitte nicht lesen. Ich habe nämlich meinen EO 440 nicht zum Laufen gekriegt. Also wenn man Penpoint an Aktion sehen will, dann muss man sich vermutlich im Wesentlichen auf das YouTube-Video beschränken, das zum Beispiel die erste Version hier zeigt oder auf andere YouTube-Videos, die Penpoint zeigen. Ich finde es ein interessantes System, das auch heutzutage noch seine Berechtigung hätte, aber wir wissen alle, was wir heutzutage benutzen, ist ja auch nicht schlecht. Vielen Dank.